Die politische Versammlung der Regionen und Kommunen der Mittelmeerunion hat heute in Barcelona ihre Arbeit aufgenommen. Warum brauchen wir diese Versammlung und warum ist Stuttgart mit dabei? Also zum einen, Mittelmeer heißt, es war ja mal die Mitte unseres Kulturraums, der ganz Europa maßgeblich geprägt hat. Und heute gibt es unendlich enge Beziehungen zwischen den Ländern, zwischen den Städten. Und natürlich gibt es auch die Entwicklung der Migration. In Stuttgart leben über 80.000 Stuttgarterinnen und Stuttgarter, die aus dem Mittelmeerraum kommen. Das heißt, insoweit bin ich auch ein Bürgermeister einer Mittelmeerstadt. Ich denke, dass es wichtig ist, dass diese Kooperation eben nicht nur auf Staatsebene abläuft, sondern auch auf der Ebene der Städte und damit der Bürger. Aber auch Dinge sich verbindet von EU-Unterstützung mit konkreten Projekten vor Ort, wo wir mit unserem Know-how dabei sind, zum Teil auch mit Firmen dabei sind. Zum Beispiel beim Thema Müllentsorgung, wo mit einer unserer Städtepartnerschaften, Menzel Bourguiba, eine tunesische Stadt, konkret mit unseren Leuten vor Ort das Thema Müll behandelt haben, Vorschläge gemacht haben, wie man das umsetzen kann. Nochmal zurück zu der Versammlung. Was erwarten Sie sich von Ahlem? Und können Sie konkrete Beispiele geben für Ihre Zusammenarbeit mit den Partnerregionen und Städten des Mittelmeerraums? Ich hoffe sehr, dass damit diese beiden Lebensräume, die ja sehr unterschiedlich sind, Nord und Süd des Mittelmeers, dass die stärker zusammenwachsen, dass es daraus wirtschaftlich, sozial, kulturell und daraus sich nicht Bruchstellen ergibt, mit der Folge dann zum Beispiel von großen Migrationsströmen, sondern dass die Menschen dort, wo sie sind, in ihrer Heimat bleiben und sagen, wir haben genauso eine gute Chance. Sie haben einige konkrete Beispiele genommen und auch über die Ressourcen gesprochen. Wie viel Geld nimmt Stuttgart in die Hand für diese Zusammenarbeit mit den Mittelmeerregionen und Städten? Also es gibt ganz praktische Dinge, zum Beispiel die Müllentsorgung in Menzel Bourguiba. Da wurde alles mehr oder weniger hingeworfen, dann auf eine Deponie geschafft. Das Thema Recycling, dass man sorgsam mit Müll umgeht, das gab es alles nicht. Also dieser ganze Erziehungsprozess der Bürger, den wir ja vor 20, 30 Jahren bei uns auch begonnen haben, kann man dort entsprechend schnell nachholen und mit gutem Erfolg nachholen. Mit sehr geringem Aufwand, sondern mit sehr viel persönlichem Einsatz jetzt von wenigen Mitarbeitern von unserer Müllentsorgungsgesellschaft. Und deshalb glaube ich, dass diese Art von staatlicher Hilfe, europäischer Hilfe einerseits, aber auch des persönlichen Engagements eine ganz neue Qualität des Verstehens, was Entwicklungsarbeit, Zusammenarbeit bedeutet, schaffen kann. Und insoweit zähle ich nicht dieses relativ wenige Geld. Ich zähle aber das, was letztlich an persönlicher und menschlichem Miteinander mit dem Brückenbauen herauskommt und letztlich uns allen hilft. Denn eines ist klar, wir haben heute etwa 100.000 Menschen aus dem Mittelmeerraum, die in Stuttgart leben. Es könnten sehr, sehr viel mehr werden, wenn es nicht gelingt, dass dieser Mittelmeerraum sich als ein Wirtschafts- und Sozial- und Kulturraum versteht. Dann gibt es möglicherweise das, was wir aus der Bibel kennen, nämlich der große Auszug aus Ägypten. Und dann haben wir völlig andere Probleme und dann reden wir von völlig anderen Dimensionen von sozialer Aufgabe und von Integration wie heute. Anders ausgedrückt, diese Arbeit ist in unserem gemeinsamen langfristigen Interesse. Dankeschön.